Willkommen zum Wiener Börseplausch für Audio CD.at. Heute ist Dienstag, der 9. Mai 2023 und mein Name ist Christian Drastil. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Heute outet die Rosinger Group einen neuen Börsegänger. Klingt nach BWT und kommt auch aus der Gegend, ist aber 30 Kilometer Luftlinie entfernt und heißt RWT. Das Stichwort ist Motorsport. Dies und mehr im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market and Me. Here's Market and Me, podcasting for a quick day. Hey, den Zeitgeist, ja, ein Modethema, Ja, die Börse als Modethema und die Wiener Börsebräuche im Mai sind präsentiert von Wienerberger und der österreichischen Post, deren Soundlogo man im Hintergrund genießen darf. Also ich liebe das. Der ATX ist heute nicht so gut in Form wie gestern und verliert einmal 1,08% jetzt um 12.42 Uhr und fällt auf 3.224 Punkte. Auf der Gewinnerseite der Verbund mit 1,4% plus und schon wieder fast 80 Euro. Dann die Wienerberger mit 0,3% plus und die EVN mit 0,2% plus. Auf der Verliererseite die erste Gruppe mit minus 2,3%, die macht auch den Index. Dann SBO mit minus 2,01% und die Vienna Insurance Group mit minus 1,6%. Umsatzseitig ist es so, dass die Immofinanz sehr hohe Umsätze hat, 8,6 Millionen Euro. Auch die erste Gruppe mit 7,5, das ist für die normal. Und auch normal für die OMV sind 5,2 Millionen Euro Umsatz. Gut, zu den Nachrichten. Rosenbauer hat in den ersten drei Monaten 2023, die haben ein schräges Geschäftsjahr, vor allem dank höherer Fahrzeugauslieferungen, Umsatzerlöse in Höhe von 191,7 Millionen Euro. Im Vergleichszeitraum voriges Geschäftsjahr war es 176, also ein Plus. Der operative Verlust konnte aufgrund von Restrukturierungsmaßnahmen ebenfalls reduziert werden. Das EBIT ist minus 4,9 Millionen Euro nach minus 18,6 Millionen Euro. Die Analysten von der Baader-Bank haben gesagt, dass die Zahlen zwar unter den Erwartungen gelegen sind, aber die positive Einschätzung für Rosenbauer wird trotzdem bestätigt. Und für Raiffeisen Research ergibt sich aus dem Zahlenmaterial ein gemischtes Bild. Gute Umsatz- und Auftragsdynamik, aber einen erwarteten Verlust aufgrund des Cyberangriffs. Das ist eine Verschlechterung der Verschuldungskennzahlen zu konstatieren. AT&S, die haben ein Darlehen von 250 Millionen Euro bekommen, und zwar von der Europäischen Investitionsbank für F&E-Aktivitäten. Geht um Forschungszentrum in Österreich am Heimatstandort in Leoben. Gut, jetzt zur Rosinger Group. Da ist heute ein kleiner Schwerpunkt. Die bringen ein neues Unternehmen an die Wiener Börse und für uns ist das sicherlich der Main Event des Tages. Und dieses Unternehmen, ich habe schon ein bisschen lächerlich anmoderiert, das arme Unternehmen, das heißt RWT und ist 30 Kilometer Luftlinie entfernt von der BWT. Die BWT hat sich immer wieder mit ihrem Pink-Rosa im Motorsport sehr auffällig engagiert, war auch lange an der Wiener Börse. Ja, und die RWT, die erinnert natürlich vom Namen her dran, ist im Motorsport tätig. Ist ein Hersteller von Präzisionsteilen, Motorsport, Motorenkomponenten und alles Mögliche. Ich habe mir die Homepage kurz angesehen, ist ein spannendes Ding auf jeden Fall. Und die Rosinger Group will das Unternehmen in den Direct Market Plus oder den Direct Market der Wiener Börse bringen. Und das Ganze ist für den vierte Quartal 2023 anberaumt. Die Alexandra Rosinger wird wieder Aufsichtsratsvorsitzende. Die Stellvertreterin ist die Stefanie Wolfschütz, beide aus der Rosinger Group. Und der Aufsichtsrat wird durch den Werkstoffwissenschaftler Michael Dohr komplettiert. Der Vorstand ist Gründerteam Hannes Hornecker und Reinhard Dohr. Die beiden haben die RWT Hornecker und Dohr im Jahr 1999 schon gegründet. Seitdem ist das Unternehmen den Angaben zufolge immer wieder gewachsen und das Ganze auch noch kontinuierlich. Und ja, wird eine spannende Geschichte und erinnert natürlich auch in der Ansage her und vom Zeitpunkt her an die VAS, die im Vorjahr schon früh angekündigt worden ist und dann im Q4 an die Wiener Börse gekommen ist, ebenfalls von der Rosinger Group. Die haben jetzt Zahlen vorgelegt und die Holding, diese neue, die hat noch keine Umsatzerlöse, wie gesagt, neu.
Es wird aber in Summe ein Jahresüberschuss für die aufgrund der Ausschüttungen von der VAS Service GmbH und der VAS Advanced Incineration an die VAS AG werden 190.000 Euro circa Jahresüberschuss erwartet. Das ist das zweite zur Rosinger Group, die VAS, und das dritte zur Rosinger Group ist eine Roskix-Neugewichtung. Es sind nämlich zwei neue Members dabei, das sind Kingspan und Saint-Gobain. Die haben jetzt insgesamt die Aufnahme in den Roskix-Index geschafft. Und die Wiener Börse hat das auch ganz neu segmentiert irgendwie jetzt. Und man sieht auch eine Länderübersicht und eine Branchenübersicht. Ich werde den Roskix in den Shownotes ebenfalls verlinken. Er ist knapp an einem All-Time-High. Und ja, es wird jetzt klar auch, wie transatlantisch der Roskix ist. Und spannende Zusammensetzung aus österreichischer Sicht. Es ist ein ATX-Prime-Wert drinnen. Das ist die gute RHI Magnesita. Keine harte Pause, Geschichte wird gemacht, CD voran. Börsegeschichte, heute habe ich was zu Wienerberger gefunden, und zwar am 9.05.2007, so am Ausklingen des Jahrhundertbooms der Wiener Börse. Da ist dann quasi zwei Monate später am 9.07. einmal Intraday die 5000 Punkte im ATX gegeben hat. Zwei Monate vorher, am 9.05.2007, hat die Wienerberger die längste positive Serie an hintereinander folgenden Gewinntagen gehabt. Das waren damals 13 Tage am Stück. So, was haben wir noch? Die Do & Co. Die haben Wandlungserklärungen weitere erhalten von 35,3 Millionen Euro. Wie gesagt, der Wandlungspreis aus dem Wandler liegt bei 80,63. Die Aktie liegt jetzt bei etwas über 110 Euro. Es sind jetzt noch nicht alle Wandlungsabsichten abgewickelt. Ein bisschen ein Share-Overhang könnte es da geben, aber Do & Co. schaut einfach super aus. Und am Wochenende hat man auch in Miami wieder alle möglichen VIPs kulinarisch verwöhnt. Ja, finally, einmal Research. Es gibt einen Buy für AMS Osram und das kommt von Fondobel. Das Kursziel geht aber von 14 auf 12 Euro retour. So, das war's für heute. Und ja, einen schönen Tag wünsche ich. Wir hören uns morgen wieder im Wiener Börseplausch.